Familienangehörige von israelischen Geiseln, die von der radikal-islamischen Organisation Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, haben am Sonntagmorgen den Verkehr in Tel Aviv behindert und die israelische Regierung aufgefordert, die Freilassung ihrer Angehörigen endlich sicherzustellen. Wir stehen heute hier, nachdem ein ganzes Jahr vergangen ist und sie sind immer noch dort. Ein ganzes Jahr ist vergangen und es scheint, dass die Situation nur immer weiter eskaliert. Vor einem Jahr, am 7. Oktober, hat die radikal-islamische Organisation Hamas bei einem überraschenden Überfall mehr als 1200 Menschen in Israel getötet, sowie etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gazakrieg. Durch die anschließende israelische Offensive im Gazastreifen wurden bisher, nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza, das von der Hamas kontrolliert wird, mehr als 41.000 Palästinenser getötet.